Es wäre weitaus einfacher, wenn man auch nur ansatzweise sehen könnte, wo die Hämmer herkommen und wo sie hingehen. Aber dafür war sich der gute Herr hier mit diesem runden, dreckigen Scheißgesicht wohl zu fein. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu Ben & Ed. Und ich möchte diesen Moment hier und heute nutzen, um einem alten Freund und guten Kollegen zu gedenken. Und zwar gedenken wir hier und heute dem Herren Laserstrahl, der hoffentlich nie wieder in irgendeinem Level auftaucht, denn er nervt mich furchtbar an. Okay, das musste gesagt werden. Weiter geht's. Level 16. Ich bin gespannt. Bitte kein Laserstrahlen. 4 goldene Zombies und 25 Dosen. Das kann ich machen. Ich bin der Beste in dem Spiel. Lad bitte schneller. Okay, er ist fertig. Was genau ist das? Splinter Sprinter. Also der Holzfetzen Sprinter. Der Schrapnellrenner. Das ist cool. Ist das noch im Bau? Ich kann auch später wiederkommen, wenn das Level noch nicht fertig ist. Nein, ich soll? Oder du zündest mein Haus an? Okay, ich mach's ja schon. Das sieht nicht so schwer aus. Wo genau ist dabei der Haken? Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, wir finden das nicht allzu schnell. Okay, ich habe den Haken gefunden. Die Dinger gehen kaputt. Nice. Richtig geil. Richtig geil. Gehen die hier kaputt? Nee. Okay, die Dinger mit den Löchern drin gehen kaputt. Das ist großartig. Hier liegen massiv viele Dosen. Das heißt, es könnte eventuell sein, dass ich aus Versehen noch das Bonuslevel freischalte und das dann auch noch machen muss. Geil. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Und Hechtrolle. Jawohl. Okay, links oder rechts? Da kann ich nicht durch. Da ist ein Balken. Der Balken blockiert meinen Sprung. Heißt das, ich soll rechts gehen? Das heißt, ich soll rechts gehen. Ich mach's ja schon. Ich mach's ja schon. Ich mach alles, was du mir sagst. Ich mach alles für die Quoten. Das ist irgendwie easy. Da ist ein Checkpoint. Das ist irgendwie ein bisschen zu easy. Okay, jetzt soll ich hier weiter anscheinend. Aber hier geht's, glaube ich, dahin zurück, wo ich gerade eben nicht hin konnte, ne? Dann kann ich mir hier noch auch noch die Dosen holen, weil ich bin ja so ein... Mach ruhig so weiter. Weißt du, wir alle kriegen unsere gerechte Strafe irgendwann. Und deine kommt auch noch. Und danke, darf ich aufstehen? Deine kommt auch noch. Und sie wird nicht schön sein. So, waren das alle hier? Genau, das hier ist der Balken, ne? Genau, und da geht's wieder zurück. Okay, ich habe alles. Nice. Ist das die richtige Richtung? Das ist die richtige Richtung. Was daran ist so komplex? Das könnte nervig werden wegen den Hämmern, aber das sieht jetzt nicht so ultra schwer aus, ehrlich gesagt. Wie habe ich das geschafft? Keine Ahnung. Okay, zurück. Hier hat's viele Hämmer. Das könnte jetzt nervig werden. Was? Okay. Ich wusste, das kann ich ewig halten. Ich habe keine Ahnung, wie ich das am Anfang gekriegt habe. Einfach durchlaufen hilft anscheinend manchmal. Okay. Wow. 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 Ich habe das Ding nicht berührt. Ich schwöre, ich habe das Ding nicht berührt. Und ich habe es auf Video. Ich habe einen Videobeweis. Darf ich? Ich berühre die Dinger nicht. Ich weiß nicht, was das Spiel gegen mich hat. Aber es geht inzwischen so weit, dass es mir unterstellt, dass ich Dinge berühre, die ich nicht berührt habe. So. Darf ich das jetzt durchziehen ohne Probleme? Dankeschön. So, dann nochmal. Dann gleich umkehren. Okay, das ist auch schon kaputt. Komme ich da nochmal durch, ist die Frage. Warte, ich warte einmal, bis er jetzt... Nein, das ist dumm. Okay, ich muss warten, bis er auf der Hälfte ist, dann komme ich durch. Im Idealfall, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Auf einmal kriege ich es nicht mehr hin. Ne? Wenn ich einmal irgendwo gestorben bin, dann kriege ich es auf einmal nicht mehr hin. So, zurück. Es ist schon kaputt, verdammt. So, warten. Jetzt. Okay, go. Oh mein Gott, was? Wie habe ich das hingekriegt? Ich frage besser gar nicht. Candy Beer, Quality for Everyone. Ist das da Hans? Ist das da... Hä? Ist das Hartz 4 Hans? H4H? H4 Hartz 4 Hans? Keine Ahnung. Ist da unten irgendwo ein Checkpoint? Darf ich vielleicht irgendwann irgendwo einen Checkpoint erwarten? Das war asozial. Darf ich... Ich wollte eigentlich nicht so wirklich... Ich kann jetzt nicht aufstehen, oder was? Ich kann nicht aufstehen. Ich bin da reingelaufen und kann nicht aufstehen. Das Spiel sabotiert mich doch. Guck dir das an, das ist doch ein Witz. Muss ich das wirklich alles nochmal machen, weil ich nicht aufstehen kann? Ed, bist du besoffen oder wie? Ah, das darf doch gar nicht wahr sein. Okay, ich hab's. Keine Ahnung, was vorhin los war, aber ich hab's. Ist egal. Ich verzeih dem Spiel alles. Eigentlich nicht, das fand ich extremst asozial. So, darf ich einmal hier... Hä? Keine Ahnung. Oh, Messer. Solange es keine Laser sind, ist es mir egal. Solange es keine Laser sind... Ist es mir eigentlich halbwegs egal. Ich meine, ich sag nicht, dass das... Hä? Ich sag nicht, dass das... Was? Ich bleib mal liegen. Was ist gerade passiert? Ich sag nicht, dass das... Wo bin ich?
Ich hab keine Ahnung. Ich wollte sagen, ich sag nicht, dass das zwangsläufig besser ist. Aber wenigstens sind es keine Laser. So, jetzt aber nochmal. Was ist denn das für ein Timing? Ihr habt doch kein Timing. Ah doch, ich seh's. Seh ich's? Ich hab keine Ahnung. Doch, ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Was? Wer hat das? Oh, shit, 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 shit. Ist mir egal. Ist mir egal. Steh auf, steh auf. Ha! Körper, 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 Körper. Vorwärts. Ha, 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 ha. Es ist mir egal. Solange ich zum Checkpoint komme, ist mir alles egal. Ich habe lange aufgegeben, zu versuchen, das Spiel flawless zu spielen. Das macht keinen Sinn. Es zerstört die menschliche Psyche auf einem Level, das man sich gar nicht vorstellen kann. Warum genau komme ich da so gut durch? Das Messer, 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 Messer. Ich hab's. Tada. Ich bin der Beste. Warum genau ist das Level jetzt so vergleichsweise einfach? Und, okay, nehme ich zurück. Aber das ist weitaus einfacher als die Bosskämpfe zum Beispiel. Okay, egal. Das ist weitaus simpler als der Bosskampf. Aber es ist das Level, was darauf folgt. Müsste das nicht eigentlich logischerweise schwerer sein? Ich habe keine Ahnung. Außerdem habe ich vorhin gar nicht gesehen, dass wir überhaupt Hämmer sind. Wow. Ich bin der Beste. Ich bin... Das ist doch ein Witz, oder? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Nein! Was? Ich halte fest. Glückssprung. Ich komme rüber und werde von dem Hammer zerstört. Nice. Okay, geil. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Wie genau habe ich das vorhin gemacht mit den Timings? Warte kurz, eine Sekunde. Wie soll ich eigentlich da hochkommen? Da sind irgendwie Dosen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da... Ich habe den Hammer nicht berührt! Warum unterstellt mir das Spiel, dass ich Dinge berühre, die ich nicht berühre? Das ist doch Schwachsinn. Unterstellt mir doch nicht einfach sowas. So, pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Und... Ja, genau, die Hechtrolle. Die Hechtrolle macht's aus. So, krieg das. Geil. 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 Nicht aufgeben. Nicht aufgeben, kleiner Zombie. Du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Jetzt bin ich kleiner als die Messer. Hehehehehehehe. Okay, ich bin nicht schnell genug. Geil. Hilfe. 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 Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Tada. Ich bin doch der Beste. Ich nehme alles zurück, was ich jemals sagte. Was daran. Was hieran ist so schwer? Das ist einfach nur ein Messer. Toll. You made it. Level abgeschlossen. Yay. 8 Minuten, 24 Sekunden. Ich hatte schon schwere Dinge und ich hatte fast alle Dosen gefunden. Ich habe einen Zombie übersehen, aber ist egal. So, liebes Ladehühnchen. Hi, schön, dich wiederzusehen. Level complete. Was genau kommt jetzt? Was ist das denn? Bonus Level unlocked. Geil. Ich würde sagen, wir stellen die Bonus Level einfach mal hinten an. Die können wir dann irgendwann noch machen. Ich mache jetzt einfach mal ganz normal weiter. So, was genau ist das? Das sieht aus wie das davor. Nur mit mehr Lampen. Yay. Stop Hammer Time. Wir hatten ein Level über Laser. Wir hatten mehrere Level über Schneidmesser. Und jetzt können wir anscheinend Hammer. Nice. Stop Hammer Time. Ah ja. Und es spielt klassische Musik im Hintergrund. Oh, und wieder Plattformen, die kaputt gehen. Mit Hämmern. Nice. Denn das ist die beste Kombination auf der ganzen weiten Welt. Macht ihr ruhig weiter euren Scheiß kaputt. Ich schaff das trotzdem. Weil ich einfach gut bin. Weil ich einfach der Beste bin. Erster Checkpoint ohne Probleme. Warum genau soll das so schwer sein? Ich versteh's nicht. Und was genau ist mit meiner Mausempfindlichkeit los? Es ist immer noch nicht besser. Egal. 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 You don't even challenge me. Okay, egal. You don't even challenge me. Ich sehe zwar aus wie ein absolut gebrochener Mann, aber das bin ich nicht. Weißt du auch warum? Weil ich... Okay, ich muss vielleicht ein bisschen später springen. Weil ich einfach der Beste bin. Ich lass mir von dir nichts anderes sagen als, du bist der Beste. Und ich bin schon wieder zu früh gesprungen, weil ich nicht genau sehe, wo der Hammer einschlägt. Mann, okay, ich muss vorsichtiger sein. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Der macht... Okay, geil. Scheiße. Ich muss... Boah, ich sehe gar nicht rechtzeitig, wo der Hammer einschlägt, weil man vor allem auch nicht genug Zeit hat, um das zu sehen. Ich muss mich anscheinend da draufstellen und dann aber warten, bis der Hammer einschlägt. Weil sonst kann ich ja nicht... Verstehst du? Sonst kann ich ja nicht richtig vorwärts. Okay, jetzt. Nicht schon wieder. Ich muss es aber nicht auswendig lernen. Das ist ein Witz, ne? Ich lerne nicht gern Levels auswendig. Das ist nicht schön. Okay, warte. Ich habe da eine Theorie... Und meine Theorie ist absolut falsch, wie alles andere, was ich jemals gemacht habe. Ach komm. Das war jetzt ein Joke. Das muss ein Prank sein. Du hättest dich nicht festhalten können oder so. Bitte, komm. Ed, sabotiere meine Arbeit nicht. Es ist schon schwer genug. Du bist ein schwerer Zombie, um damit zu arbeiten. Wie genau komme ich darüber? Gibt es überhaupt einen Weg darüber? Ich nehme mal die andere Route. Ist mir jetzt zu blöd. Gibt es ja auch gefährliche Hämmer. Natürlich. Nee, die sind nur auf der anderen Seite. Nee, sind sie nicht. Muss ich die Spuren wechseln? Ist es das? Ist das das Geheimnis, um dieses Level abzuschließen? Ich muss die Spuren immer mal wieder wechseln. Nice.
Okay, ich hab's. Keine Ahnung wie, aber es war anscheinend richtig, die Spuren zu wechseln. So. Hast du gerade einfach die Plattform kaputt gemacht? Kommst du zurück? Nee, der Hammer ist weg. Ist der Hammer ins Weltall geflogen oder was? Okay, ich krieg das hin. Hä? Ah, ich seh's. Okay, alles gut. Ach nee, ich muss jetzt mit meiner Rübe über Messer oder an Messern vorbei. Wenigstens sind sie langsam, das macht die ganze Sache wieder ein bisschen fairer, auch wenn ich nicht sagen will, dass das auch nur ansatzweise fair ist. Ich hab verloren. Ich hab's. Okay, zählt das als goldener Zombie? Das muss als goldener Zombie zählen, weil als andere würde keinen Sinn machen. So, jetzt kriege ich einmal dich. Und dann machen wir weiter. Was ist das für ein komisches Geräusch auf meinem Ohr? Ich habe so ein Rauschen auf dem Ohr. Keine Ahnung warum. Oh Gott, geil. Zielsicher. 10 von 10. Mach mich kaputt. Dankeschön. So will ich nicht weitermachen. Wie sind die Timings? Ach, wer interessiert sich für Timings? Einfach durch. Okay, vielleicht auch doch nicht. Es geht manchmal einfach besser, einfach durchzulaufen. Nur in diesem Fall nicht. Was ist das für ein furchtbar nerviges Geräusch? Ist hier irgendwo eine Kreissäge? Hier muss immer eine Kreissäge sein. Ich höre eine Kreissäge. Hä? Das ist ein Schritt. Was ist das für ein Geräusch? Was macht das Geräusch? Muss er dringend aufs Klo und das schlägt jetzt irgendwie schon leck oder was? Okay, ich hab's. Ja, ich hab meinen Körper noch. Wieso? Alles wird gut. Wie genau komme ich da durch? Das sieht nicht so einladend aus, möchte ich sagen. Aber ich hab's. Nein! Oh, beinahe. Der mit seinem blöden Hammer, ne? Der geht einmal zu Obi. Ging der Mann zu Obi und sagte, ich brauche einmal alle Riesenhämmer, alle Vorschlag-Riesenhämmer für Riesen, die ihr habt. Und der Baum hat so, jawohl, Sponsorship, ja. Hans Show gesponsert von... Meine Fresse. Nicht von meiner Fresse. Hans Show gesponsert von Obi. Oder Hornbach. Da, ja, yippie, yay. Okay, ich hab's. Extra Dosen. Ich bin gierig. Nee, eigentlich nicht so nötig, hab ich's gar nicht. Aber ich will sie trotzdem. Okay, hier kann nichts mehr schiefgehen. Hier. Was tötete Stefan? Es war nicht der Boden. Es waren auch nicht die bösartigen Hämmer. Nein. Stefan wurde von seiner ganz eigenen Gier nach Hundefutter umgebracht. Schreib das mal in die Zeitung. Gestern verstarb ein 20-jähriger Mann an seiner Gier nach Hundefutter. Schreib das mal in die Zeitung und dann warte mal, wie lange es dauert, bis sich die Leute totlachen. Ich hab das. Solange ich nur schnell genug... Es wäre weitaus einfacher, wenn man auch nur ansatzweise sehen könnte, wo die Hämmer herkommen und wo sie hingehen. Aber dafür war sich der gute Herr hier mit diesem runden, dreckigen Scheißgesicht wohl zu fein. Okay. Pass auf. Hier rüber, dann geht das kaputt. Dann muss ich hier, dann hier, dann geht das kaputt, dann hier. Oh mein Gott, ich hab's. Keine Ahnung wie, schnelle Reaktion oder Glück. Ich weiß es nicht. Warum wird das Spiel schon wieder langsamer? Diese Performance-Probleme sind schlimm. Oh, ja, ich weiß, wie du dich fühlst. So. Danke, Mr. Hammer. Schätze ich, soll ich da runter? Komm ich da runter? Hä? Ich stehe in der Luft, das ist toll. Wo soll ich hin? Da ist noch ein Knopf. Wo soll ich hin? Ah ja. Hä? Was? Ja, genau, daneben laufen ist die Option des Tages. Muss ich vielleicht hier hinter? Muss ich das? Ich habe keine Ahnung, da unten ist noch ein Knopf. Weitersprung. Nein! Warum kann ich da nicht durch? Warum ist da einfach eine unsichtbare Wand, wo keine unsichtbare Wand hingehört? Ich kann da doch ganz eindeutig durch. Warum lässt er mich nicht? Das muss funktionieren. Ja, endlich. Darf ich jetzt endlich zum Ziel? Ich sehe das schon die ganze Zeit. Ist das eine Möglichkeit? Ist das eine Option? Noch mehr Sprungeinlagen. Ich hasse das, weil die Steuerung so furchtbar ist. Okay, noch eins runter, vorsichtig und jetzt einfach laufen. Wenn jetzt noch ein Hammer kommt und dieser Hammer mich umbringt, dann zünd ich dein Haus an, Hans. Habe ich mich klar ausgedrückt? Jawohl, ich hab's. Alles gut. Yay, you made it. Hat ja nur fast 14 Minuten gedauert. Ich habe alle goldenen Zombies und fast alle Dosen. Nice. Ich meine, das ist eigentlich großartig. Yay, was kommt jetzt?
Was ist Level 18? Darf ich das sehen? Was ist das denn da? Ein Tunnel. Mit Dingen drin. Die aussehen wie Laserstrahlen, aber hoffentlich keine Laserstrahlen sind. Denn wenn es Laserstrahlen sind, dann kann ich dir das nicht verbieten. Aber ich finde das nicht besonders lustig. Das war's für dieses Mal hier bei Ben and Ed. Wie immer vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr ja das Rap-Button auf Smartphone. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Oh, schick. Schick. Ich habe erst gar nicht gedacht, was ist das? Das ist eigentlich eine Laserpistole. Nice. Ja. Ah, das war eine Falle. Deswegen ist das eine eingeklemmte Laserpistole. Macht mir nicht viel. Ich habe mehr als genug Leben. Okay, der Typ ist also ein richtiger Psycho und anscheinend ein Raider-Mörder, was jetzt eigentlich nicht schlimm ist, weil ich hab Schmack, wenn nicht so.